Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die IKEA-Kohlenkommode aufbauen und somit natürlich auch den Nachttisch mit den Schubladen richtig montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal bei der Variante mit zwei Schubladen und natürlich funktioniert es bei größeren Modellen relativ ähnlich. Und zuerst einmal sollten wir uns unbedingt alle Bauteile mal schön auf den Boden hinlegen, dass wir natürlich auch einen guten Überblick haben. Danach können wir unsere großen beiden Seitenteile mal schon nebeneinander legen, so dass diese relativ großen Löcher zueinander schauen und auch jeweils diese zwei Bohrungen zueinander. Und dann benötigen wir mal noch insgesamt unsere vier Schienen, die wir ganz einfach einmal hier nämlich in die entsprechenden Bohrungen hineingeben können. Das sollte man normalerweise auch schon per Hand ganz einfach reinklopfen können. Falls nicht, dann einfach mal ein Stück Karton zusammenlegen und einen Hammer noch etwas zur Hilfe verwenden. Und danach müssen wir aber dann auch noch das Ganze jeweils mit diesen spitzen Schrauben zweifach fixieren. Die Schienen müssen übrigens unbedingt ganz bündig an dem Seitenteil dran sein. Es darf kein Abstand sein. Und zum Reinschrauben von diesen Schrauben können wir entweder einen ganz normalen Schraubendreher verwenden oder, was ich relativ gerne mache, einen Akkuschrauber nehmen. Bei mir ist die Drehmomentstufe 5 nämlich auch super dafür geeignet, dass alle Schrauben danach gleichmäßig fest angezogen sind. Danach benötigen wir insgesamt 12 solche Holzverbinder, denn diese kommen jetzt jeweils in die zwei Löcher hier oben rein, dann auf das unterste Loch und auch noch in das äußere Loch hier außen. Dasselbe Spiel machen wir natürlich hier drüben auch und du kannst jetzt übrigens auch, wenn du möchtest, Holzleim verwenden, dann einfach hier einen kleinen Tropfen drauf geben. Ich mache das jetzt mit Absicht nicht, da ich nämlich meine Kommode jederzeit wieder auseinanderbauen können möchte. Die Holzdübel, die klopfen wir übrigens ganz einfach mit einem Hammer hinein und vom Geräusch her erkennt man auch relativ gut, wann diese ganz im Loch drinnen sind. Im nächsten Schritt benötigen wir noch zwei solche großen Möbelverbinder. In meinem Fall zeigt er jetzt auch einen Pfeil nach unten und da ist einfach ganz wichtig, dass dieser Pfeil nach dem Einsetzen auch hier nach vorne zu unserer Schraubenbohrung hin zeigt. Dasselbe Spiel können wir hier drüben auch machen und falls der Pfeil bei dir jetzt aber etwas verdreht sein sollte, auch kein Problem. Einfach einen passenden Schraubendreher zur Hand nehmen und wir können den Möbelverbinder auch noch richtig ausrichten. Unsere Seitenteile sind richtig vorbereitet und jetzt können wir auch schon diese vier kleinen Bretter einmal dementsprechend draufgeben. Zuerst benötigen wir hier oben die zwei ganz kleinen Bretter. Da müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass die Holzseite auch nach oben schaut. Bedeutet, ich kann das Ganze einfach mal schon mit leichten Bewegungen hier in unsere Holzdübel reingeben. Und bei dem unteren etwas größeren Brett, da müssen wir darauf achten, dass später natürlich auch die untere Seite schön bündig hier mit der Unterkante von unserem Seitenteil passt. Bedeutet, in meinem Fall schaut das auch relativ gut aus und hier drüben bei dem Holzbrett, da müssen wir eigentlich genau auf dasselbe Spiel machen. Reingeben und schauen, dass es hier außen schön bündig ist. Das andere Seitenteil kann ich dann mit gutem Gewissen mal von oben aufsetzen. Das ist einfach eine Fummelarbeit, da natürlich die Dübel alle in unsere richtigen Löcher hier hineinpassen müssen. Und wenn wir unsere Kommode umgelegt haben, können wir auch schon vier solche langen Schrauben und den passenden Imbusschlüssel verwenden und jeweils zwei solche Schrauben von außen nämlich hineindrehen. Ich mache das aber wieder mit meinem passenden Aufsatz für den Akkuschrauber. Unseren Deckel können wir jetzt auch schon richtig vorbereiten. Hierfür einfach zwei Holzdübel vorne reinklopfen und hier hinten zwei solche Schraubdübel reinschrauben. Den Deckel danach richtig rum aufsetzen und die Dübel wieder hineinklopfen. Und die zwei Möbelverbinder müssen wir mal circa eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn mit dem Schraubendreher festziehen, dass die Verbindung hier auch fest ist. Auf der Unterseite können wir jetzt auch schon unsere vier Plastikfüße einmal jeweils in diese zwei Bohrungen hineinklopfen. Und wenn auch das passt, können wir unsere kleine Rückwand schon mal richtig mit den Nägeln befestigen. Hier ist normalerweise auch so eine Einschlaghilfe mit dabei, bedeutet da einfach mal den Nagel hineingeben, das Ganze hier außen an die Kante halten und somit haben wir dann auch den optimalen Abstand zu unserer Außenkante. Ich mache das Ganze jetzt aber ohne, da bin ich deutlich schneller und es sollte normalerweise auch passen. Und wir sollten auf jeden Fall zuerst mit einer Ecke hier oben beginnen, bedeutet unsere rechteckige Rückwand schön in die Ecke hineindrücken, alles zusammenhalten, dann hier einen Nagel reinklopfen
reinklopfen. Und wenn dieser fest ist, dann machen wir es in der entgegengesetzten Ecke. Da müssen wir natürlich auch nochmal alles zusammenhalten und somit ist dann die Kommode nämlich auch zu, ich würde mal sagen, fast 100% schön rechteckig. Danach geht es darum, dass wir unsere Nägel mal schön gleichmäßig über unsere Seiten verteilen. Ich mache das am liebsten so, dass ich erstmal meine Ecken fixiere und dann habe ich ja zum Beispiel hier jetzt meine zwei Nägel. Das Ganze halbiere ich noch, dass ich mir hier in der Mitte einen Nagel reinmache und wenn ich dann hier die zwei Nägel habe, dann halbiere ich es mir noch einmal und schlage hier den Nagel rein. Und wenn am Ende doch noch irgendwas übrig bleiben sollte, dann kann ich natürlich da auch nochmal die Hälfte nehmen und somit sollte alles schön gleichmäßig befestigt sein. Alle Nägel sind gleichmäßig verteilt und jetzt können wir mal unsere beiden Schubladen zusammenbauen. Ich zeige es mal bei der kleinen Schublade, doch bei der großen funktioniert es natürlich relativ ähnlich und zuerst mal wieder in die großen Löcher die Holzdübel und in die kleinen Löcher die Schraubdübel reingeben. Danach die zwei kleineren Möbelverbinder mal in unsere beiden Seitenteile richtig rum hineingeben. Diese so auf unsere Front draufstecken, dass der Möbelverbinder nach innen zeigt und vor allem diese Einkerbung auf jeden Fall durchgehend für die Rückwand bzw. für die Bodenplatte gleich ist. Die beiden Möbelverbinder mal wieder circa eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn festdrehen. Den Boden mit der schönen weißen Seite nach oben schauend hineingeben. Das Rückteil so von oben einsetzen, dass natürlich die Einkerbung auch in den Boden hineingeht. Und von außen mit jeweils zwei solchen Schlagdübel das Ganze befestigen. Die zweite etwas größere Schublade, welche unten hinkommt, habe ich auch mal genauso aufgebaut. Und jetzt können wir das Ganze auch schon in die Kommode hineingeben. Hierfür fange ich von unten an und schaue einfach, dass meine Schublade auch in die entsprechende Schiene natürlich hineingeht. Und ich nehme mal zwei solche großen Plastikschrauben zur Hand, denn nun geht es darum, dass wir auf jeden Fall die Schublade mal so weit nach hinten schieben, dass auch dieses Loch bzw. die Bohrung in unserer Schiene hinten drin ist. Und da können wir jetzt nämlich auf beiden Seiten mal diese Plastikschrauben hineindrehen, dass die Schublade einfach aus der Schiene nicht mehr raus kann. Zuerst können wir das Ganze natürlich wieder per Hand etwas reindrehen und danach einfach mit dem Schraubendreher festziehen. Unsere Schublade kann somit nicht mehr aus Versehen rausgezogen werden und dasselbe Spiel machen wir natürlich hier oben auch und somit haben wir dann auch schon die IKEA-Kullenkommode richtig aufgebaut. Wenn du dir für zu Hause auch eine Kullenkommode in den verschiedensten Varianten und Farben oder auch so einen Akkuschrauber hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.